Leute, was geht ab? Heute machen wir weiter mit Lego The Batman Movie und da habe ich das Set mit der Nummer 70901 Mr. Freeze Ice Attack oder auf Deutsch heißt es Mr. Freeze Eisattacke. Die Altersempfehlung von Lego ist 7 bis 14 Jahre und für 24,99 bekommt man genau 201 Teil. In dem Set haben wir dann diese drei Minifiguren, Batman, ein Security Guard und Mr. Freeze. Und hier auf der Rückseite sehen wir schon mal die ganzen Funktionen und Details von dem Set, aber ich würde sagen, das testen wir nachher gemeinsam am aufgebauten Modell. Okay, dann lasst uns mal zusammen einen Blick in die Verpackung werfen, mal schauen, was uns hier drin alles erwartet. In der Verpackung hatten wir jetzt zwei nummerierte Tüten, 1 und 2. Dann gab es einen kleinen Stickerbogen mit 3 Stickern, also das finde ich eigentlich ganz okay. Das passt. Und dann haben wir hier noch die Anleitung, die sieht so aus, recht interessantes Format. Und die hat insgesamt 68 Seiten. Und wenn dann alles zusammengesteckt ist, dann sieht es nachher so aus. Und ich baue das jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich! So, fertig! Also für den Aufbau habe ich jetzt so circa 20 bis 30 Minuten gebraucht. Das ging recht schnell und war auch nicht allzu schwer. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die ganzen Details an. Und wir starten mal mit diesem Modell. Das ist ein Teil des Kraftwerks von Gotham City und es ist circa 7 cm hoch, 13 cm breit und 3 cm tief. Wir können uns gleich mal die erste Funktion anschauen. Ihr seht hier dieses Scharnier. Dadurch kann man dieses Silo nach vorne bringen, ich mache es mal kurz, und dann ist hier eben ein anderes Layout und so gefällt es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen besser. Dann schauen wir uns das Modell jetzt mal ein bisschen genauer an. Hier haben wir eben ein kleines weißes Silo und hier oben noch eine rote Röhre. Hier in der Mitte haben wir dann links einen Computer, daneben eine weiße Tasse und hier oben noch ein Druckmessgerät. Der Computer und das Druckmessgerät, das sind beides Aufkleber. Dieses Teil hier oben, das ist ein bedrucktes Teil. Und hier rechts neben dem Computer befindet sich noch dieser Hebel. Der lässt sich auch nach oben und unten bewegen. Und darüber haben wir dann zwei Kontrollleuchten, eine grüne und eine rote. Und rechts daneben sieht man dann wieder diese rote Röhre mit einem Drehrad. Das lässt sich auch ein bisschen bewegen. Und hier unten, da ist noch dieser kleine Clip. Der wird nachher noch wichtig sein, weil da kann man noch ein anderes Set mit verbinden. Das zeige ich euch am Ende vom Video. Und so sieht das Modell dann von hinten aus, also eigentlich nichts Aufregendes. Hier oben haben wir noch ein gelbes Geländer und hier sieht man auch nochmal so einen Clip. Da kann man wie gesagt dann ein anderes Set mit verbinden. Als nächstes haben wir hier dann den Exo-Anzug von Mr. Freeze. Der ist ohne Minifigur ca. 11 cm hoch und mit Minifigur sind es dann ungefähr 12 cm. Als Bewaffnung hat Mr. Freeze diese Gefrierkanone und ich muss sagen, die sieht richtig genial aus. Die wurde auch wieder aus vielen Einzelteilen zusammengesteckt und hier oben drauf sieht man schon, da ist noch ein Stud-Shooter angebracht. Und wie der ausgelöst wird, das wissen ja die meisten von euch, einfach hier oben drauf drücken und dann fliegt der Stud los. Dann nehmen wir die Waffe mal kurz ab. Ihr seht ja hier, die ist einfach nur in die Hand reingesteckt und die lässt sich ganz leicht lösen. So. Und jetzt können wir uns den Exo-Anzug dann mal ein bisschen genauer anschauen. Und wir starten mal hier unten bei den Beinen und bei den Füßen. Bei den Füßen sieht man schon, dass die ziemlich breit sind. Das hat den Vorteil, dass das Modell nicht so leicht umfällt, also das hat einen richtig stabilen Stand. Und toll finde ich auch hier die Verzierungen an den Seiten und wie ihr hier sehen könnt, die sind sogar auch noch innen. Hier seht ihr jetzt am Bein die Kugelgelenke, einmal hier oben an der Hüfte und hier unten am Fuß. Dadurch kann man das Modell dann auch wieder in eine Laufbewegung bringen. Das sieht dann ungefähr so aus und eben durch die breiten Füße hat er wirklich einen richtig stabilen Stand. Und die Kugelgelenke, die finden wir hier dann auch an den Armen, also einmal hier oben an der Schulter und hier am Handgelenk. Und hier vorne sieht man dann noch die Hände, die finde ich auch extrem cool. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, den Oberkörper zu drehen. Das funktioniert durch ein Gelenk hier an der Hüfte. Also den kann man komplett einmal um 360 Grad drehen.
Dann haben wir hier noch den Oberkörper, der auch richtig genial aussieht. Hier wurden viele von diesen hellblau transparenten oder türkis transparenten Teilen verwendet. Auch extrem cool sind hier diese Schläuche. Und hier auf dem Rücken sieht man auch nochmal einige von diesen türkis transparenten Teilen. Und ihr habt ja schon gesehen, dass Mr. Freeze hier schon, ich sag mal, am Steuer Platz genommen hat. Um ihn da rein bzw. rauszubekommen, kann man dieses Teil hier hinten nach hinten klappen. Und jetzt können wir Mr. Freeze hier mal kurz rausholen. Ihr seht, er wird hier nur von diesen beiden Studs gehalten und hier vorne da dann noch ein kleines Bedienfeld. Das ist auch wieder ein Aufkleber. Und als weiteres Zubehör gab es nur noch dieses Eisgefängnis. Das ist ca. 6 cm hoch, 3 cm breit und 3 cm tief. Und hier hinten seht ihr schon ein Scharnier, das heißt, das Gefängnis, das kann man hier vorne öffnen. Und in das Gefängnis kann man dann eine Minifigur stellen. Ich habe jetzt mal hier den Wachmann genommen. Hier sind auf beiden Seiten jeweils zwei Studs. Da kann man den ganz leicht reinklemmen. Und das Coole ist, man kann ihn so hinstellen, als ob das, ja, als ob er gerade am Laufen wäre, also so eine Laufbewegung. Und dass Mr. Freeze ihn quasi im Laufen dann eingefroren hat. Und so sieht es dann aus, wenn das Eisgefängnis dann wieder geschlossen ist. Okay, dann kommen wir als nächstes zu den Minifiguren und ich würde sagen, wir starten links mit dem dunklen Ritter. Batman ist ausgerüstet in der einen Hand mit seinem schwarzen Batarang, den sieht man hier. Und in der anderen Hand, da hat er einen Flammenwerfer, ist ja auch praktisch dann gegen Mr. Freeze mit einem Flammenwerfer zu kämpfen. Und ihr seht schon, der Flammenwerfer, der wurde auch wieder aus Einzelteilen zusammengesteckt. Und so sieht Batman dann ohne seine Ausrüstung aus. Auf dem Kopf hat er hier seine Maske, dann sieht man hier auf dem Torso das Batman-Symbol und natürlich den durchtrainierten Körper. Die Beine sind dann unbedruckt, aber zwischen Torso und Beine wurde dann noch der neue Gürtel geklemmt. Von den Seiten sieht man, da ist er nicht bedruckt und von hinten erkennt man dann noch seinen Umhang. Der ist wieder aus diesem weichen Material, das kann man also ganz leicht nach oben machen. Und dann kann man hier schon mal die Rückenbedruckung sehen. Da sieht man auch wieder ein paar Muskeln, zudem sieht man eben nochmal den neuen Gürtel. Die Minifigur, die besitzt dann auch noch einen Wendekopf, das zeige ich euch aber von vorne. Hier sieht man ja mal das eine Gesicht, das könnt ihr hier nochmal ein bisschen genauer sehen. Und so sieht das zweite Gesicht aus, da kennt man fast die Augen nicht, die hat er ziemlich zusammengekniffen. Ich nehme die Maske mal kurz ab, dann seht ihr, wie das unter der Maske eben aussieht. Also da sind noch ganz leicht die Augen dann angedeutet. Von hinten das zweite Gesicht, das sieht dann so aus. Als nächste Minifigur haben wir hier dann den Wachmann, der ist ausgerüstet mit dieser grauen Pistole. Und so sieht die Minifigur dann ohne die Waffe aus. Der Torso sieht richtig gut aus, also richtig schön bedruckt, eben mit dem ja, klassischen Wachmann-Outfit, sage ich mal. Die Hose ist unbedruckt, ebenso die Arme. Auf dem Kopf sieht man dann seine Atemmaske und den Helm und von hinten sieht man auch die Sauerstoffflaschen. Unter seiner Atemmaske und unter den Sauerstoffflaschen sieht man jetzt hier mal die Rückenbedruckung, zudem noch sein zweites Gesicht. Und von vorne werden wir jetzt nochmal sein erstes Gesicht sehen und das finde ich richtig cool mit diesem Schnäuzer hier, also auch wieder so wie ein klassischer Wachmann oder wie man sich halt so einen Wachmann vorstellt. Und die nächste Minifigur ist dann Mr. Freeze, der ist hier ausgestattet, sage ich mal, mit seiner schweren Panzerung hier oben. Das hier vorne ist natürlich ein bedrucktes Teil und auf dem Kopf hat er diese Glashaube. Ich zeige euch die Figur mal kurz von allen Seiten, dann nehmen wir die Panzerung und die Glashaube mal ab und dann können wir uns die Bedruckung noch ein bisschen genauer anschauen. Und so sieht die Minifigur dann ohne die Panzerung aus und hier sieht man mal, wie aufwendig die bedruckt worden ist, was eigentlich ziemlich schade ist, weil wenn die Panzerung drauf ist, sieht man das hier gar nicht. Die ganzen Schläuche und dann eben die ganze Andeutung, dass es halt extrem kalt ist. Ebenso auch cool bedruckte Beine und sogar die Füße sind bedruckt. Von den Seiten ist er dann nicht bedruckt und von hinten sieht man auch nochmal eine tolle Rückenbedruckung. Er hat kein zweites Gesicht, weil er eben keine Haare hat, das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber das eine Gesicht hier, das sieht auch richtig cool aus. Und wenn man möchte, kann man natürlich Mr. Freeze auch noch die Gefrierkanone in die Hand drücken. Das sieht dann so aus. Hier links habe ich jetzt mal das Set Scarecrow Speziallieferung dazugestellt. Dazu habe ich ja vor einiger Zeit schon ein Video gemacht. Und die beiden Sets kann man jetzt miteinander verbinden. Das zeige ich euch mal kurz. Wir haben hier an den Rückseiten der beiden Modelle einmal hier diesen Pin und hier drüben diesen Clip. Und da kann man die ganz leicht zusammenklippen.
Und zusammengesteckt sieht es dann so aus. Und da gibt es dann noch ein drittes Set, das kann man dann hier hinten noch anschließen. Das ist das Set mit der Nummer 70900, Jokers Flucht mit den Ballons. Das werde ich mir auch noch holen und dann auch noch zeigen, wie das dann alles komplett dann zusammen aussieht. Okay, dann kommen wir noch kurz zu meinem Fazit zu dem Set. Ich finde, das ist ein durchschnittliches Set. Also ihr bekommt drei coole Minifiguren. Die Sache ist nur, wenn ihr schon irgendein anderes Set habt, wo Batman schon dabei ist, dann bekommt ihr ihn halt hier doppelt, weil das dieselbe Ausführung ist wie zum Beispiel auch im Set Scarecrow Speziallieferung. Die einzigste neue Figur ist eben Mr. Freeze. Der Teil des Kraftwerks ist ganz okay, er bietet aber eigentlich keine Funktion und ja, nur dass man halt das Layout ein bisschen ändern kann, finde ich ein bisschen wenig. Aber der Exo-Anzug, den finde ich dann wieder ziemlich cool, also der sieht extrem cool aus. Und auch die Waffe von Mr. Freeze ist ziemlich cool. Aber alles in allem finde ich das, ehrlich gesagt, nur ein durchschnittliches Set und mit 25 Euro auch viel zu teuer. Also mindestens 5 Euro weniger hätten es da auch getan. Das ist aber natürlich nur meine Meinung zu dem Set. Ihr habt die Möglichkeit, eure Meinung unten in die Kommentare zu schreiben. Hier habe ich euch jetzt noch ein paar andere Batman-Movie-Sets verlinkt. Wenn ihr die noch anschauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.